Drei wichtige Erkenntnisse aus dem Greater Festival 2024, diesem Jahr, letzte Wochenende, wo ich mit meinem Geschäftspartner Lorik unterwegs war. Und ich möchte einfach in diesem Video, ja, meine drei wichtigen Erkenntnisse, was eigentlich überhaupt nicht neu für mich ist, einfach mit euch teilen, weil ich einfach mal dieses Jahr die ganze Speaker oder Unternehmer von einer anderen Perspektive sehen wollte. Was erzählen sie? Also was ist dieses Attribute oder was ist die innere Haltung oder Einstellung zu einer erfolgreichen Unternehmer oder Unternehmerin? Und ich habe einfach aus diesen zwei wunderbaren Tagen mit Tony Robbins, mit tolle Speaker auf der Mainstage von Menschen, die wirklich finanziell, ja, oder unternehmerisch komplett auf einem anderen Level unterwegs sind, die siebenstellige oder achtstellige oder neunstellige Jahresumsätze generieren. Und ich dürfte drei wichtige Erkenntnisse mitnehmen. Punkt Nummer eins war das Thema Energie. Schau mal, Geld ist im Ende von Menschen, also Geld kommt zu Händen von Menschen, die viel Energie haben. Ich habe noch nie, never ever, einen Unternehmer oder Unternehmerin gesehen, die finanziell unabhängig ist, aber gleichzeitig keine Energie hat. Weil wie willst du dein Publikum, wie willst du die Menschen da draußen verändern, wenn du selber keine Energie hast? Wenn du morgens einfach nicht aus dem Bett rauskommen kannst, weil du einfach auf dem Tag gar keine Lust hast. Also Energie ist der Key. Wichtig ist das Thema Energie, weil Energie gibt dir einfach mehr Push, es gibt dir einfach mehr Klarheit, es gibt dir einfach mehr Attribute, Speed, um Menschen zu begeistern. Und ich habe da auch auf dem Mainstage Unternehmer oder Unternehmerinnen gesehen, die keine Energie hatten. Du siehst es. Ich habe die Menge gesehen. Also wenn Menschen keine Energie haben, da sind sogar viele Menschen einfach aus dem Saal rausgegangen, weil diese Leute einfach fachlich gut waren, extrem gut waren. Aber was das Thema Performance, was das Thema Energie angeht, waren sie komplett auf Null. Und dann gibt es Speaker, die vielleicht nicht mal halb so wenig Wissen haben, die vielleicht nicht mal das Wissen haben, was du vielleicht hast, aber sie bringen einfach mehr Energie auf die Bühne. Sie bringen mehr Performance, sie bringen mehr Entertainment, sie bringen einfach mehr Euphorie, Begeisterung innerhalb diesen Menschen. Und da siehst du, dass sie die Menge für sich gewinnen. Ich habe auch festgestellt, dass viele Coaches und Experten, die dann auf der Bühne waren oder allgemein, immer versuchen, den Verstand von Menschen abzuholen. Aber nur die wenigsten schaffen hier, das Herz abzuholen. Und nur die Guten wissen, wie wichtig es ist, hier die Menge zu gewinnen, also das Herz zu gewinnen. Und da brauchst du einfach Energie. Energie ist die Key. Also guck, dass du immer wieder in deinem Energie, ja, arbeitest. Guck, dass du dich immer wieder primest. Das ist auch der nächste Step, was ich mitgenommen habe. Also das ist der zweite Erkenntnis, ist auch das Thema, wie ist mein Zustand? Weil dein Zustand, deine Energie ist abhängig von deinem Zustand. Das ist sogar von Tony Robbins sogar gesagt, das hat sogar was mit deiner Physiologie zu tun. Das hat was mit deinem Körper zu tun. Das hat was mit deinem, ja, Zustand zu tun. Also guck, dass du dich morgens auf einen richtig geilen Zustand bringst. Ja, was machst du? Welche Rituale hast du, wenn du morgens aufstehst? Stehst du einfach auf, weil du aufstehst? Oder hast du wirklich so eine Morgensroutine? Hast du wirklich so eine Checkliste, wie du dich morgen primest, wie du deine Energie sammeln kannst, wie du deine Energie auf ein oder andere Dinge investieren kannst? Wie du dich selber primest, also wie bringe ich meinen Körper, meine Physiologie auf eine höhere Level? Und das sind so wichtige Erkenntnisse, was ich gerne mit euch teilen möchte, wie wichtig das Ganze ist. Also Punkt Nummer 1, Erkenntnis war Energie, also halte deine Energie, steuere deine Energie. Und Punkt Nummer 2 ist das Thema Zustand, deine Physiologie, dein Körper. Wie schaffe ich meinen Zustand, wie prime ich mich morgen? Also wie stehe ich morgens auf? Habe ich eine Morgensroutine oder stehe ich einfach so auf? Wie sieht das aus? Mache ich eine Meditation, visualisiere ich meine Ziele? Lese ich vielleicht eine halbe Stunde ein Buch, mache sofort einen Spaziergang, mache vielleicht Sport? Was machst du? Also wie primest du dich? Schau mal. Du kannst nicht einfach dich oder deine Zukunft oder dein Unternehmertum einfach den Zufall überlassen. Zufälle gibt es nicht. Es gibt keine Zufälle. Das heißt, du musst auch deinen Tag planen, weil wer versagt zu planen, der plant zu versagen. Noch einmal, wer versagt zu planen, der plant zu versagen. Also musst du dich auch morgens richtig geil prime. Genauso wie ein Flugzeugstart. Ein Flugzeugstart, wenn du im Flughafen bist und es gibt einen Take-off, es wird geprimed, es wird Double-Check gemacht, es wird geguckt, geschaut, ob alles in Ordnung ist. Dann geht der Flieger. Ja, dann geht er und startet, geht all in. Machst du das auch? Hast du auch so ein System? Hast du wirklich ein System? Oder machst du das einfach aus dem Bauchgefühl? Guck mal, ich spreche Real Talk mit dir. Wenn du das Ganze nicht tust, was ich gerade mit dir teile, dann brauchst du dich gar nicht zu beschweren, warum du da bist, wo du bist. Weil der reinste Form von Wahnsinn ist es, immer wieder dasselbe zu tun, aber ein anderes Ergebnis erwarten. Also andere Ergebnisse erfordern andere Entscheidungen, andere Handlungen. Also, Erkenntnis Nummer 1, Energie. Erkenntnis Nummer 2, Priming. Und Erkenntnis Nummer 3, das Allerwichtigste, das Thema Umsetzung. 95% aller Menschen scheitern nicht an Wissen,
nicht weil sie Wissen haben, nicht weil sie auf Seminaren gehen. Und da waren über 14.000 Menschen auf dieser Bühne. 14.000 Menschen waren in diesem Stadion, ja, in Köln. Und ich weiß, dass 95% alle dieser Menschen diese Informationen oder die Erkenntnisse, was sie mitgenommen haben, nicht mal prozentual umsetzen. 95% aller Menschen scheitern in das Thema Umsetzung. Also wie wichtig ist das Thema Umsetzung? Wie wichtig ist es, Speed auf die Straße zu bringen, Geschwindigkeit auf die Straße zu bringen? Die Amerikaner sagen, Money loves Speed, Geld liebt Geschwindigkeit. Und wenn du keine Umsetzungsgeschwindigkeit hast, also Speed of Implementation, auch diese Erkenntnisse, was ich mitgenommen habe, musste ich innerhalb von 72 Stunden umsetzen. Ich sehe das, ja, bei so vielen meiner Kunden. Zwei Menschen kommen bei uns im Training, gleiche Informationen, gleiche Mentoren, gleiche Qualität, gleiche Systeme, gleiche Live-Calls, gleiche PDFs, Arbeitsblätter, alles. Der andere ist innerhalb von Wochen, machen sie fünfstellige Umsätze und der andere nicht. Weißt du, warum sie scheitern? Thema Umsetzung. Weil sie nie gelernt haben, sich zu primen. Weil sie nie gelernt haben, einen Plan zu haben. Weil sie nie gelernt haben, wie ich den Tag effizient Struktur gebe. Effiziente Struktur gebe. Und das Thema Umsetzung ist das A und O. Denn Umsatz kommt von Umsetzen. Wenn du Umsatz haben möchtest, musst du gewisse Dinge umsetzen. Umsetzung bedeutet, setz dich einfach woanders. Nicht da, was du jeden Tag tust, also umsetzen. Denk anders. Agiere anders. Rede anders. Zieh dich anders. Denke anders. Lese anders. Handle anders. Alles ist anders. Also es geht um die Umsetzung. Und solange du Dinge nicht umsetzt, wirst du immer wieder auf die gleiche Stelle treten. Und nichts ist schlimmer, glaub mir, gerade als Unternehmer oder Unternehmerin, immer wieder auf die gleiche Stelle zu treten. Und das tut weh. Und wenn du nicht umsetzt, darfst du dich auch nicht beschweren, warum du kein Geld verdienst. Und in meiner Welt hast du sogar nicht mal verdient, Geld zu verdienen, weil du einfach nicht umsetzt. Also, drei Erkenntnisse aus dem Greater Festival, was ich gerne mit euch teilen wollte, Thema Energie, Priming und vor allem Thema Umsetzung. Und wenn du diese drei wichtigen Parameter für dich nimmst und auch mal deinen Alltag Double-Check machst und schaust und guckst, ob du wirklich diese Sachen hast, ja, Energie, Priming, Umsetzung, mach dir bitte ihr Gedanken, nimm dir bitte jetzt sofort ein Blatt Papier, einen Stift, setze ich in und Double-Checke nochmal dein Leben oder deine Business. Und ich nenne das radikale Ehrlichkeit zu dir selbst. Radikale Ehrlichkeit zu dir selbst. Ja, setz dich in, schau, wie du deine Energie pushst, was du machen musst, auf eine richtig geile Energie zu kommen, wie du deine Physiologie, deinen Zustand veränderst und das durch Priming, also wie starte ich den Tag, wie plane ich meinen Tag und dann das Thema Umsetzung, all in zu gehen. Und wenn du diesbezüglich Unterstützung brauchst und sagst, hey, ich sehe das, Gerard, ich komme gar nicht in das Thema Umsetzung, ich weiß nicht, wie ich meinen Zustand verändern soll, wie ich mich primen soll oder wie ich an bessere Energie kommen soll, dann hast du die Möglichkeit, dich unter www.joradscherzat.de auf ein kostenloses Erstgespräch bei uns zu bewerben oder du bestellst mein Buch Mehr Wirkung und Wohlstand mit einem Coaching-Business und dann schauen wir gemeinsam, ob und wie ich dich sogar dabei unterstützen kann, von A nach B zu kommen. Und ich hoffe, du könntest ein oder andere Dinge für dich mitnehmen. Ich könnte dir wirklich jetzt sehr viele Dinge sogar aus dem Greater Festival mitgeben. Für mich war 95%, was die Leute erzählt haben, nichts Neues. Aber ich denke, es kann für dich vielleicht ein oder andere Dinge gerade jetzt in einem Video sein, wo du sagst, wow, das wusste ich nicht. Und genau deswegen wollte ich meine Meinung mit dir teilen. Ich freue mich auf deine Feedback, ich freue mich auf deine Kommentare unterhalb dieses Video. Einfach mal, dass du auch deine Meinung mit uns teilst, dass ich mir ein oder andere Kommentare sogar lese und schaue, wie du deinen Tag primest, wie du vielleicht auf deine Energie achtest, was genau machst du. Teil das Ganze mit uns und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Geh jetzt hier auf diese Glocke und zack, abonniere das, dass du never ever weitere Videos von uns verpasst. Und ja, ich hoffe, du hast ein oder andere Dinge für dich mitgenommen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, alles, alles Liebe, alles, alles Gute.